Polizei Notruf. Ja, Alex Geisch. Guten Abend, servus, grüß dich. Hallo? Ja, hallo, bitte. Ja, Alexander Geisch, kennst du mich jetzt oder kennst du mich nicht? Nein, ich kenn dich nicht. Bitte, warum geht's? Landespolizeidirektor, Stellvertreter. Wie ist der Name, bitte? Bitte? Wer spricht, bitte? Ich brauche Ihnen meinen Namen ergeben, im Notruf. Da spricht Landespolizeidirektor, Stellvertreter. Und Sie geben mir jetzt den Namen aber sofort. Und am Montag sind Sie um 8 Uhr in meinem Büro, verstanden? Bitte? Wo ist der Kommandant? Geben Sie mir einen Kommandant. Wer sind Sie, bitte? Sagen Sie meinen Namen noch einmal, bitte. Alexander Geisch, Landespolizeidirektor, Stellvertreter. Ja, und der Landespolizeidirektor, Stellvertreter aus Komaritzky, der wird dich weiß, oder? Ja, das ist einer davon. Und am Montag sind Sie um 8 Uhr in meinem Büro, haben Sie mich verstanden? Ja, bitte, nein, worum geht's denn jetzt? Sagen Sie mal, was brauchen Sie? Sie sagen mir jetzt einmal Ihren Namen, haben Sie mich jetzt verstanden? Ja, bitte. Ich wünsche Ihnen am Montag alles Gute. Wenn Sie den stellvertretenden Landespolizeidirektor nicht kennen, dann wäre Ihnen am Montag einmal die Waren für Sie richten. Sagen Sie mal, geht's noch? Ja, bitte, was brauchen Sie jetzt? Wie lange machen Sie Dienst? Seit wann machen Sie Dienst jetzt? Seit März. Seit März, aha. Was haben wir jetzt? Nein, warten Sie mal. Ich werde Ihnen am Montag einmal sagen, was los ist. Sie kommen am Montag um 8 Uhr kommen Sie zu mir ins Büro. Ist das klar? Haben Sie mich verstanden? Ja, okay. Ja? Bitte sagen Sie mir jetzt, was Sie brauchen. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich brauche. Ich brauche die Streife von Hausmannstetten. Okay. Ja? Sind Sie jetzt wach schon langsam? Ja, bitte. Was brauchen Sie von der Streife aus Hausmannstetten? Jetzt haben wir 5 Minuten bereits telefoniert. Nein, es ist ja, ich meine, es ist wirklich ein Witz. Sie sind der Streife von Hausmannstetten in hat ein Feuerwerk stattgefunden. Mittlerweile ist es vorbei. Aber Sie sollen sich erkundigen, wo das Feuerwerk war, ob das angemeldet war. Okay? Ja. Ja? Richtig. Und nächste Woche werden wir auswendig lernen, da werden wir die Führungskräfte namentlich alle aufzählen, auswendig. Und wenn sie es nicht kennen, dann werden wir ein Disziplinarverfahren einleiten. Haben Sie mich verstanden? Jawohl. Montag um 8 Uhr in meinem Büro. Ja, bitte. Wiederhören. Wiederhören.